Da kommt ja schon was. Bereits in den späten 70er Jahren hatte das deutsche Volk die Möglichkeit, die Unterhaltungsserie Dr. Muffels Telebrause abzuschalten. Damals hat nicht jeder diese Chance wahrgenommen. Jenen und auch den nachwachsenden Generationen bietet der Hessische Rundfunk nun Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen. Also ich weiß nicht. Also das ist doch wohl das Letzte. Paul? Hä? Keine Ahnung. Ich nicht. Kann passieren. Paul? Was für Parole? Richtig, kann passieren. Schmarrn, du. Parole? Was soll das? Was wollen Sie von Richtig, mir? Richtig, kann passieren. Parole? Parole? Weiß ich nicht. Ach Quatsch doch, komm. Richtig, kann passieren. So, das wär's. 5 Zuschauer haben am Sack. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl ist erreicht. Hallo? Wir können anfangen! Herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Sie wissen ja, das Wissenschaftsmagazin Syntax, Sensus und Symbiosen existiert nicht mehr. Stattdessen nun diese Sendung, in der Unterhaltungs- und Show-Elemente ja leider nicht fehlen dürfen. So hatten wir zum Beispiel in unserer letzten Sendung unter dem Motto Doppelgänger gesucht, nach demjenigen Zuschauer geforscht, der mir am ähnlichsten sieht. Die Beteiligung war leider sehr träge. In die engere Wahl kamen schließlich Herr und Frau Hefel. Hefel. Es waren übrigens die Einzigen, die mitgemacht haben. Und so fiel die Wahl der Jury auf Herrn Hefel. Nicht traurig sein, nee, Frau, es bleibt ja alles in der Familie. Ne? Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen wollen, ja. Und schönen Dank fürs Mitmachen, nee, Frau. Ja, nun zu Ihnen, Herr Hefel. Wie fühlt man sich denn so neben seinem Doppelgänger? Ja, so fühle ich mich auch sehr gut. Ja, dann wollen wir gleich mal zur Preisverleihung kommen. Sie sollten ja in Gold aufgewogen werden. Das hatte ich ja dem Sieger in der letzten Sendung versprochen. Da hatte ich mich tatsächlich versprochen. Statt Gold sollte es nämlich heißen alte Zeitungen. Sind Sie mich böse wegen des kleinen Versprechers, ja? So, gehen wir mal zum Aufwiegen. Bitte, Herr Hefel, wenn Sie sich da vorne draufstellen wollen. So. Ja, ja, sehr schön machen Sie das, wunderbar. Ach, Herr Hefel, eigentlich können Sie das ja alleine machen, nicht? Liegt ja genug Zeug rum. Machen Sie es schön schwer, dann bringt das umso mehr. Dummer kleiner Dichter. Viel Spaß, Herr Hefel. Ja, nehmen Sie ruhig mal 2 Zeitungen. Ach, du liebe Zeit, das wird ja noch eine Zeit lang dauern. Meine lieben Freunde, in unserer kleinen Schule des Sehens wollen wir heute ein Randgebiet des Wunderlandes der Wahrnehmung streifen, das seit jeher Fachleute wie Laien gleichermaßen anzieht, die optische Täuschung. Wir dürfen unserem Auge nämlich nicht unbedingt trauen. Nein, auf vielerlei Arten ist es zu betrügen. Zum Beispiel so. Längsstreifen machen schlank. Querstreifen dagegen dick. Ich glaube, hier können Sie sich selbst davon überzeugen. Danke Ihnen, meine Damen, das genügt dann. Nun, dieses Phänomen begegnet uns im Alltag häufig. Seltener dagegen ist diese von Professor Meyer-Rosa entdeckte Variante. Schrägstreifen wirken kränklich. Ich glaube, hier wird das sehr schön deutlich. Ich danke Ihnen und gute Besserung dann. Ja. Ja, meine Lieben, es kann sogar vorkommen, dass sich das Auge sozusagen selbstständig macht. Etwa im Falle der Dehio'schen Täuschung. Je länger man etwas betrachtet, desto größer wird es. Betrachten Sie nur einmal diesen Punkt auf Ihrem Bildschirm. Konzentrieren Sie sich bitte ganz fest darauf. Sehen Sie, wie er scheinbar größer wird. Reine Einbildung. Und doch erstaunlich, nicht wahr? Doch fast noch erstaunlicher ist dieser kleine Versuch. Wir wollen einmal feststellen, welches dieser beiden Gefäße mehr Flüssigkeit fasst. Keins, werden Sie spontan sagen, denn sie sind ja gleich groß und fassen infolgedessen auch die gleiche Flüssigkeitsmenge. Aber Obacht! Sehen Sie mal.
Sehen Sie? Auch hier hat Ihr Augenschein Sie getrogen. Tja, wie das möglich sein konnte, ist zurzeit noch völlig ungeklärt. Und zwar von Professor Rossmann. Es heißt deshalb auch das Rossmannsche Rätsel. Mit der Perspektive hat diese Täuschung übrigens nichts zu tun, denn die unterliegt ja, wie wir längst wissen, ewigen Gesetzen. Je weiter jemand vom Betrachter entfernt ist, desto kleiner wirkt er. Das merkt man besonders, wenn er näher herankommt. Ja. Dankeschön, ja. Auch unser letztes Phänomen hat mit der Perspektive nichts zu tun. Eine optische Täuschung, die ich selbst entdeckt habe, und zwar an Heinz und Hugo. Ich will sie deshalb einmal die Heinz- und Hugo'sche Täuschung nennen. Heinz und Hugo machen beide die Beine breit. Aber Hugos Beine wirken breiter. Wie kommt das? Nun, Hugo, vielleicht würden Sie das einmal unseren Zuschauern verraten. Das muss wohl am Futter liegen. Ah ja, essen Sie denn so viel? Nicht an dem Futter, an dem Futter muss das liegen. Ach so, ja, ja. Na, dann Dankeschön. Ich glaube, das war für Sie, meine Zuschauer, ein weiterer Beweis für meine Ausgangsthese. Eine objektive Wahrnehmung gibt es nicht. Das Auge sieht, was es sehen will. Auch Ihr Auge. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass Sie mich jetzt wirklich nicht mehr sehen wollen. Und schon sehen Sie mich auch gar nicht mehr. Wir haben einen Gast aus der Schweiz. Grüezi. Ja, Herr Schöpfli. Herr Schöpfli ist Kriminologe. So? Ja, ich denke. Nein, nein, ich bin unschuldig. Sie sind doch Fachmann für Verbrechensbekämpfung, das haben Sie jedenfalls behauptet, nicht? Fachmann, ja, ja, dann natürlich. Und Sie arbeiten doch mit wissenschaftlichen Methoden, ne? Ja, ja, also wir unterscheiden in der Kriminologie zwischen guten und schlechten Menschen. Aha, ja, ja. Ja, ja, die Guten lassen sich gut fangen, während man die Schlechten ganz schlecht zu fassen kriegt. Aha, Wissenschaft, Wissenschaft, ja. Und Sie meinen also, dass jeder Mensch ein Verbrecher ist? Natürlich, potenziell immer. Aha. Aber praktisch auch. Es fängt ja oft ganz harmlos an. Aber dann kommt die innere Logik des Verbrechens. Zum Beispiel bei dem Mann, der seine ganze Familie umgebracht hat und der dann fliehen musste. Und weil er dafür Geld brauchte, musste er eine Bank überfallen. Und dabei stellte er sein Auto kaltblütig und vorsätzlich in das Halteverbot. Und als er rauskam, da schreckte er vor gar nichts mehr zurück. Als ihn der freundliche Polizist fragt, ob er denn nicht gesehen hat, dass da ein Halteverbot ist, da sagt er nein. Einfach nein. So was. Ja, und das war gelogen. Eine glatte Lüge. So fängt das ja meistens an mit einer Lüge und dann kommen Sie immer auf die schiefe Bahn. Aber Herr Schöpfli, das ist ja nun wirklich kein gutes Beispiel für innere Logik, nicht wahr? Ich meine, es war doch eigentlich genau andersrum, nicht? Oder? Wieso? Ja. Was heißt das? Ja, warum sollte der Mann seine ganze Familie umgebracht haben, nur weil er im Halteverbot stand? Das ist doch unlogisch, oder? Mutter, ich muss mit dir reden. So geht es nicht weiter. Mutter, du musst ins Altersheim. Sieh mal, du kannst mir doch nicht ewig am Rockzipfel hängen. Du musst mal raus, ins Leben, wie mit Leutchen deines Alters zusammenkommen. Dann fällst du auch nicht mehr so auf. Ich meine, du kannst doch nicht ewig bei deinem Sohn hocken. Was sollen denn die Nachbarn dazu sagen? Eine alte Frau wie du, noch niemals im Altersheim gewesen. Außerdem ist es allerhöchste Zeit, wenn du noch... Sieh mal, wir müssen doch alle mal. Früher oder später. So wirst du jedenfalls nie erwachsen. Mal ehrlich, Muttchen, du musst gehen. Schon weil der Berg nicht zum Propheten kommt. Ich kann ja schließlich nicht die ganzen alten Leutchen hierher holen. Wer ist reinste Altersheim? Also einer von uns muss gehen. Mich nehmen Sie nicht. Ich habe mich erkundigt, nichts zu machen. Haben anscheinend was gegen mich. Dabei beneide ich dich direkt. Ein Zimmer mit Bahnhofsblick. Züge kommen, Züge gehen. Komm, Muttchen, geh doch bitte auch.
Dabei bekommst du dort eine eigene Schwester. Das, was ich mir immer gewünscht habe. Ein eigenes Schwesterchen. Das hast du mir nie geschenkt. Hast du mich nicht damals auch immer in den Kindergarten geschickt? Und bin ich nicht mal brav hingedackelt, jeden Morgen, Tag für Tag? Und du müsstest nur einmal. Also bitte geh doch. Warum musst du denn die längste Stunde meines Lebens noch unnötig verlängern? Warum? Ja, ich weiß, du hängst an dieser Wohnung, an allem klar. Aber das geht doch nicht. Im Gegenteil, je länger du hier bist, desto mehr hängst du dran. Sei doch bitte vernünftig. Lass uns einen Kompromiss schließen. Du gehst, aber sofort. Ja, meinst du vielleicht, mir macht es Spaß, hier so mutterseelenallein in dieser riesigen leeren Wohnung zu sein, wie? Ja, wenn du mich so fragst, es macht mir Spaß. Nein, nein, Mottchen. Altersheim, na ja, Altersheim. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass dort nur alte Leute sind. Im Hundekuchen sind ja auch nicht nur Hunde. Du musst die ganze Sache auch mal von der anderen Seite sehen. Von meiner! Burschi! Ja, Mutchen? Bist du auf deinem Zimmer? Ja, ja, Mutchen. Hast du etwa Besuch? Nein, nein, Mutchen. Ich hab doch aber Stimmen gehört. Nein, ich hab bloß geübt. Was hast du? Ich habe Radio gehört, Radio hab ich gehört. Und hast du denn auch dein Stärkungsmittel genommen? Nein, nein, Mutchen. Dann bring ich es dir rauf. Nein, nicht nötig, ich... Ich komme. Nein, nicht nötig. Meine zwei Beine. Haben wir fein Radio gehört? Und wollen wir jetzt ganz brav unsere Medizin nehmen, ja? Damit wir groß und stark werden? Herr Schöpfli, Sie wollten doch über moderne Methoden in der Verbrechensbekämpfung sprechen, ja? Natürlich, Computer, das meinen Sie doch. Ja, ja, genau. Ja, also der Einsatz von Computern bei der Verbrechensbekämpfung hat sich dann schon sehr bewährt. Der hat auch eine große Zukunft. Ja, das habe ich selber erlebt bei einem Vortrag im Polizeipräsidium von Ritterswil. Da kam ein Verbrecher. Ins Polizeipräsidium? Ja, frech, oder? Ja. Der hat die Portokasse geklaut. Wir konnten uns ja nicht wehren, weil er uns mit vorgehaltenem Füllfederhalter bedrohte. Und mit Drohungen der übelsten Art überhaupt, die kann ich hier gar nicht wiedergeben. Nein? Nein, nein, ich habe sie vergessen. Der Räuber hat alles mitgenommen. Die Portokasse, die Dienstwaffen, überhaupt alles, womit man sich hätte wehren können. Herr Schöpfli, Sie wollten noch über Computer sprechen, nicht? Ja, 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 Moment, halt, jetzt kommt es ja. Ach so, Entschuldigung. Ja, weil jetzt hatte ich den rettenden Einfall. Ich habe dem Gangster, also geistesgegenwärtig, doch, so kann man es schon nennen, den Computer auf den Kopf geschmissen, aus dem Fenster hinaus, wo er unten weglaufen wollte. Computereinsatz in der Verbrechensbekämpfung. Ja, wir haben jetzt drei Computer in Ritterswil. Donnerwetterfabel. Ja, ja, es kommen ja oft mehrere Räuber. Es soll ja ganze Banden geben, die schrecken vor nichts zurück. Ja, Sie offensichtlich auch nicht, Herr Schöpfli, nicht? Ja, dann vielen Dank, nicht? Ja, bitte gerne. Ikebuma, die uralte japanische Kunst des Blumengießens, findet in der letzten Zeit erfreulicherweise auch bei uns immer mehr Anhänger. Hier in Düsseldorf ist auch bereits die erste Ikebuma-Schule wie ein Pilz aus dem Boden geschossen. Die Kurse sind überlaufen. Wir besuchen eine Anfängerklasse, die nun von Fräulein Monikaze in die Grundbegriffe des Ikebuma eingewiesen wird. Jede Stunde beginnt mit dem gleichen, seit alter Zeit festgeschriebenen Ritual. Der Verbeugung vor dem Kissen folgt die Begrüßung der Blume und schließlich die Anrufung des Wassergeistes, verbunden mit dem Wunsche, dass er sich in der Gießkanne seines demütigen Jüngers wohlfühlen möge. Dann erst beginnt Fräulein Monikaze mit ihrer heutigen Lektion.
Wir wollen heute einen weiteren großen Schritt vorwärts tun. Wir wollen uns so weit versenken in uns, dass wir uns nähern dem Geist des Wassers und sein Gesetz erfüllen. Wir schließen die Augen. Die Welt versinkt. Unseren Willen vergessen wir. Wir vergessen auch unseren Körper. Wir fühlen nur noch unseren Arm. Wir fühlen, wie er schwebt. Wir lassen unsere Hand den Griff unserer Kanne fühlen und warten, dass er eins werde mit ihr. Wir fühlen, wie er sich hebt mit ihr. Und wir fühlen, wie es gießt aus uns. Nicht wir gießen, es gießt. Es gießt aus uns. Nun, aller Anfang ist schwer. Und so darf auch der Anfänger in der Kunst des Ikebuma nicht erwarten, dass er zunächst mehr erreicht, als sich Wasser wie in Trance über die Hose zu gießen. Doch es gibt Meister dieser Kunst, die alle Anfangsschwierigkeiten vergessen lassen. Einer ist heute in Fräulein Monikazes Klasse zu Gast. Ikesan Schlotz. Ein für japanische Verhältnisse sehr starker Beifall begrüßt den hohen Besuch. Und welch hohen Grad an Vollkommenheit Ikesan Schlotz erreicht hat, wird er uns gleich demonstrieren. Man erkennt ihn übrigens schon an seiner schwarzen Kanne. Selbst in Japan gibt es nur sehr wenige Träger der schwarzen Kanne, denn sie bedeutet die höchste der 49 Stufen, die ein Ikebuma-Jünger überhaupt erklimmen kann. Sie erleben nun also die höchste Schule des Blumengießens, Ikebuma in Vollendung. Für das Auge des Mitteleuropäers schier unfasslich wird das sein, was Ikesan Schlotz nun... Aber ich glaube, der Meister ist bereits soweit. Und nun öffnet sich für Sie wieder einmal unsere Trickkiste. So. Wer ist der Absender? Ja, Frau Köhler aus Remagen ist die Absenderin. Und welchen Trick will sie sich erklären lassen? Ah ja, den Türklinkentrick. In ihrem eindrucksvollen Fernsehspiel Die Marquise von B gab es eine Szene, in der, ich weiß schon Bescheid, was Frau Köhler meint, wir werden Ihnen diese Szene jetzt mal kurz vorspielen, verehrte Zuschauer. In der Hauptrolle damals, Sie werden sich sicher erinnern, Adele Sandrock. Ach Monika, kannst du es mal übernehmen? Na klar, mache ich. Bitte. Erinnern wir uns. Die Marquise von B. hat soeben familiäre Erbstreitigkeiten bereinigt. Im stolzen Bewusstsein ihrer neuen Rolle als alleinige Herrin von Schloss Beaujolais lässt sie sich auf ihrem Divan nieder. Die Uhr schlägt 12. Geisterstunde. Alle Zeugen der schnöden Tat scheinen beseitigt. Doch da plötzlich, wie von Geisterhand bewegt sich die Türklinke zum Gemach der Gräfin. Ja, das ist nun der Trick, nach dem Frau Köhler fragt. Wie um alles in der Welt ist es möglich, dass sich diese Klinke bewegt, obwohl sie doch offensichtlich von niemandem angefasst wird? Ja, liebe Frau Köhler, diese Frage wird Ihnen nun unser Trickmeister beantworten. Herr Zettelmann, sehen Sie mal so nett, ja? Ja, ja. Also, die Zuschauer sehen ja die Tür von vorn, ne? Ja, ja. Wir machen aber die Tricks meistens von hinten, damit man nichts sieht, verstehen Sie? Ja, das ist klar. Wenn Sie mal schauen wollen. Ja, bitte. Hier haben wir eine weitere Klinke angebracht, ne?
Das ist die sogenannte Trickklinke. Ist ja fantastisch. Und damit sich diese Klinke nun im entscheidenden Moment bewegt, haben wir hier noch eine Stange angebracht. Ne? Die so runter in den Boden geht, ja. Naja, die geht natürlich durch den Boden durch in den Keller. Was denn, sogar in den Keller? Ja, freilich, freilich. Da steht doch die ganze Hydraulik. Ne? Das sind ja Irrsinnsmaschinen, die das bewegen. Ja. Und wenn ich hier auf den Knopf drücke, Sulli? Ja, machen Sie mal. Hm? Ne? Ne, sehen Sie? Ja, fabelhaft. Ne? Ja, ja. Genau, was ist das? Ja, ja, es langt. Es langt, Gustl. Es langt. Toll, weißt du, Frau Köhler? Ja, das ist die Faszination der Technik. Und wenn Sie, verehrte Zuschauer, sich gern weitere Tricks von uns erklären lassen möchten, dann schreiben Sie doch einfach an die Trickkiste. Trickkiste genügt. Schönen Dank. Die Wikinger vor Wien nennt das Landesmuseum Bad Wuschel seine diesjährige Sommerausstellung. Zweifellos ein sehr interessantes Thema, hatte man doch bisher kaum davon gehört, dass die Wikinger jemals in der Nähe der österreichischen Hauptstadt gesichtet wurden. Leider weiß man nach Verlassen dieser Ausstellung nicht sehr viel mehr über dieses Thema. Zu dürftig das Angebot an Ausstellungsstücken. Zu zweifelhaft die Herkunft der wenigen Exponate. Herr Direktor, Sie sind verantwortlich für diese Ausstellung. Ja. Sind Sie zufrieden damit? Ja. Wann und ob die Wikinger jemals vor Wien waren, wird ja in dieser Ausstellung keineswegs geklärt. Ja, ja. Leider, leider, ja. Sie haben auch so gut wie gar keine Belege dafür. Ja, wie denn? Woher denn? Es gab ja keine, nicht? Herr Direktor, ist diese Ausstellung nicht eventuell schon im Ansatz verfehlt? Wäre eine Ausstellung die Türken vor Wien die nicht... Türken? Wusste ich doch, da war noch was. Natürlich, die Türken. Vollkommen richtig. Ich habe mal an einem Tatort folgende Situation angetroffen. Jetzt, was würden Sie daraus schließen? Ja, schwer. Vielleicht ein aufgeregter Mann. Wieso Mann? Eine Frau würde doch so einen unordentlichen Tisch nicht hinterlassen, ist doch klar. So, ein Mann? Ja. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Und weiter? Ja, der Mann war vielleicht unruhig, ja, so zitterig, nervös, nicht? Hat er die Streichhölzer da so verschüttet und die Tasse umgeworfen. Ne? Meinen Sie? Also was Sie sich für Gedanken machen, das ist ja Wahnsinn. Ja, vielleicht hat er Besuch erwartet. Ne? Vermutung. Nichts als Vermutung. Ja, da steht doch noch eine zweite unbenutzte Tasse, ne? Wo? Na da. Ach, da? Ja. Ja, das ist interessant, Sie. Das ist gar nicht dumm. Ja, dann ist der Mann vielleicht, weil der Besuch nicht kam, ist er ins Badezimmer gegangen. Wieso? Weil er seine Uhr hier abgelegt hat, nicht? Vielleicht wollte er sich die Hände waschen. Ja, Moment. Also was Sie sich da so zusammen kombinieren, das ist ja unglaublich. Ja. Denken Sie immer so lange nach über so etwas? Ja, was denn nun? War es das oder was ist los? Nein, es war Mord. Bitte? Ja, habe ich nicht gesagt, dass da auch noch eine Leiche lag? Du lieber Gott. Und was war das hier? Unordentlich. So war es in der ganzen Wohnung. Und haben Sie den Mörder gefunden? Bei der Unordnung. Wir waren froh, dass wir die Leiche gefunden haben. So, waren Sie das? Wie froh ich jetzt bin, dass wir das Gespräch jetzt beenden können. Es hat nämlich gerade unsere Reporter aus Washington angerufen, Hansi Häusler. Hier spricht Hansi Häusler aus Washington. Die amerikanische Hauptstadt steht Kopf. Den Amerikanern ist es gelungen, eine Tapete auf den Mond zu schießen. Mein Respekt vor diesem Volk, ein Hoch auf diese Technologie, Hut ab vor dieser Leistung. Moment mal, Herr Häusler. Ja, mein Moderator? Sie müssen sich irren. Die Amerikaner haben doch keine Tapete zum Mond geschossen. Es wird eine Rakete gewesen sein, nicht? Ach so, eine Rakete. Naja, das ist ja, weiß Gott, keine Kunst. Ich meine, weg mit diesem Volk, Schluss mit dieser Technologie, Hut wieder auf. Auf Wiederschauen, sagt Ihnen Hansi Häusler aus Washington.
Ja, ja, aber das Wichtigste an der ganzen Kriminologie ist und bleibt natürlich die Menschenkenntnis. Aha. Mhm. Beobachtungsgabe, jawohl. Ja, ja. Also Ihnen zum Beispiel sage ich auf den Kopf zu, Sie sind 1,42 Meter groß, interessieren sich für die Molekularbiologie und vorgestern Abend waren Sie im Hochsauerland. Also Moment mal, Herr Schäffli. Also erstmal bin ich ungefähr, na, also 1,80, 1,81 groß, ja. Und für Molekularbiologie habe ich mich nie interessiert. Ja, ja, dann waren Sie aber vorgestern Abend auch nicht im Hochsauerland. Nee. Sehen Sie? Ja. Das stimmt ja tatsächlich. Da sind Sie ja doch noch rechtzeitig fertig geworden. Fabelhaft. Ja, so genau brauchen wir Sie nicht zu nehmen. Wir haben ja reichlich davon, nicht? So, nehmen Sie das auch noch mit dir. Dankeschön. Bitte schön, nicht zu danken. So, jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung für Sie. Wir spendieren Ihnen eine Reise auf den Bahamas. Oh, auf die Bahamas? Das ist ja fantastisch. Moment, Herr Jeffel, jetzt wollen wir mal genau sein, dass nicht wieder so ein Versprecher passiert wie mit dem Gold. Ich sagte, auf den Bahamas, ja? Was? Ja, wir zahlen Ihnen das Taxi vom Flughafen zum Luxushotel. Den Flug und das Hotel müssen Sie natürlich selber begleichen, nicht? Ich hoffe, Sie können sich das leisten. Lesestoff haben Sie ja nun genug, nicht? Ja, dann wünsche ich Ihnen guten Flug und, wie sagt man so schön, auf Wiedersehen. Und auch Ihnen, verehrte Zuschauer, ein freundliches Auf Wiedersehen.